Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem Thema, das mir persönlich jetzt wirklich sehr, sehr wichtig ist und auch jedem Autofahrer sehr wichtig sein sollte, weil heute am 28. April gibt es ja den neuen Bußgeldkatalog 2020. Und Alter, wenn du dir das durchliest, Alter, ey, fahr lieber nicht zu schnell. Jetzt geht's wirklich ab. Ich habe jetzt das Problem oder auch das Glück, kann man nennen, wie man möchte. Im Februar, Mitte Februar, also gut 2,5 Monate her, wurde ich geblitzt auf der Autobahn mit 23 km/h zu schnell. 100 durfte man fahren, ich bin 123 gefahren, wurde angehalten, also 123 wurde gemessen nach Abzug der Toleranz. 133 Euro durfte ich zahlen dafür, dass ich 23 km/h zu schnell gefahren bin und einen Punkt bekommen. Ne? Jetzt dann. Einen Monat später, war es überhaupt einen Monat später? Nicht ganz. Ich bin nach Hamburg gefahren, hoch und runter, in einem Tag so ungefähr. Auch wieder ein bisschen zu schnell gefahren. Was heißt bisschen? Ich habe das Schild nicht gesehen. Kann man natürlich sagen, Mike, erzähl keinen Scheiß. Ja. Ich habe das Schild nicht gesehen. Statt 100 wurde ich mit 139 geblitzt. Und jetzt natürlich, ich hatte voll Panik die nächsten Tage, jetzt gerade die letzten Tage, weil ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass ich 123 gefahren bin, also 23 zu schnell. Weil es heißt ja, die alte Regel, die jetzt nicht mehr gültig ist, dass wenn man innerhalb von 12 Monaten zweimal geblitzt wird mit über 26 km/h, ist man seinen Führerschein für einen Monat sicher los. Also ihr merkt, ey, 3 km/h unter dieser magischen Grenze. Aber trotzdem, mir darf jetzt nichts mehr passieren. Insgesamt habe ich jetzt gerade wieder 4 Punkte. Ich kann es nicht fassen. Ich habe im Januar vor 3 Monaten, dieses Jahr, habe ich wirklich 2 Punkte verloren, weil ich halt damals, wie lange ist es her? Ich weiß nicht, wann das abgezogen wird, 5 Jahre oder so, wurde ich wirklich im Januar zweimal hintereinander an der gleichen beschissenen Säule zweimal geblitzt und habe 2 Punkte kassiert innerhalb von einer Woche. Die waren jetzt weg und ich habe sie schon wieder. Geiler Scheiß. Also das war damals, aber jetzt ist es ja noch härter, Mann. Der neue Bußgeldkatalog, da gibt es diese Regel nicht mehr, ne? Jetzt, wenn du auf der Autobahn fährst und mit über 26 km/h geblitzt wirst, ein einziges Mal, es ist nie was passiert, ein einziges Mal, du fährst auf der Autobahn 26 km/h nach Toleranzabzug zu schnell, ist dein Führerschein sicher einen Monat weg. Das ist hart. Also ihr merkt schon, ich hätte ihn jetzt auf jeden Fall schon mal einen Monat weg. Und so bin ich jetzt noch. Alter. Wirklich heftig. Innerhalb der Ortschaft sind es 21 km/h. Was eh dann so in dem Feld noch korrekt ist. Ne? 5 km/h Unterschied. Ne? Also fährst du in der 50er-Zone 71, ne? Wirst du geblitzt mit Toleranz. Bist dein Führerschein einen Monat weg. Und dazu noch Bußgeld auch krass erhöht worden. Ey, gebt euch das mal. Googelt einfach mal, was alles nicht Neues. Neues Verkehrsschild gibt es noch irgendwie. Auch Fahrradfahrer. Wenn du einen Fahrradfahrer auf der Straße überholst und den Mindestabstand nicht von 1 oder 1,5 Metern, weiß ich jetzt nicht genau, nicht einhältst, kriegst du auch gleich einen Punkt und noch irgendwas. Also wow. Lest euch das durch, wirklich. Habt ein bisschen Schiss und jammert nicht danach, so wie ich dann. Ah! Führerschein, ich brauche ihn. Weißt du, was ich meine? Fuck, ich war so in Panik die letzten Tage. Ich habe echt gedacht, mein Führerschein ist jetzt wirklich safe einen Monat weg. Aber jetzt habe ich echt nochmal meine Akten durchgeschaut und gesehen, fuck, ey. Gott sei Dank 3 km/h nicht drüber. Wow. Also das ist, ich schwör's euch, das haut rein. Und das ist ja auch Kohle. Einen Monat nicht Auto fahren. Ey, du bist aufs Auto angewiesen, musst zur Arbeit, musst in der Arbeit Auto fahren. Ey, anderes beschissenes fucking Level. Du kommst nirgends mehr hin. Vor allem noch schlimmer, sonst lobe ich es immer, sonst feiere ich es immer. Ich bin ein Dorfkind auf dem Land und so. Ey, auf dem Land, auf dem Dorf, ohne Auto. Hier fährt alle 2 bis 3 Stunden ein Bus. Ey, das ist ein anderes Level. In der Großstadt kannst du Bus fahren, kannst du vielleicht mit dem Fahrrad noch wohin gehen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es einen scheiß Bus, der fährt am Tag vielleicht 4 Mal. Ohne Witz. In eine Richtung, in die andere nicht. Weißt du, was ich meine? Ey, du kommst nicht mehr heim. Wow.
Da denke ich zurück an meine Lehrzeit damals, wo ich Bäcker war. Ne? Unmögliche Zeiten gehabt, musste ich trampen, Alter. Kein Schwein ist gefahren. Oder sie haben mich nicht mitgenommen, weil ich beängstigend ausgeschaut habe. Ich weiß es nicht. Ey, wow, Flashback, mein Gott. Ey, nie wieder trampen, hoffentlich. Ich will meinen Führerschein behalten, ich mache alles, was ihr wollt. Scheiße, Alter. Also, echt, Autofahrer, lest euch diesen Bußgeldkatalog wenigstens einmal durch und denkt drüber nach, wie schnell es gehen kann, dass du deinen Führerschein einen Monat weg bist. Ey, das ist wirklich heftig. Die haben diesen Bußgeldkatalog echt gepusht bis zum Limit. Das ist wirklich wow. Ey, mach nichts mehr. Mach nichts mehr beim Autofahren. Nur noch fahr wie eine Oma. Fahr wie eine Oma. Ich muss wie eine Oma fahren. Anders geht's nicht mehr. Ich muss das schützen. Ja, gebt mir Feedback, eure Meinung. Wie findet ihr das? Ist wieder gespalten, ich weiß schon, ich sehe es jetzt schon. Komm, oh Mike, ist doch gut. Passieren weniger Unfälle und wir leben länger. Ist doch schön. Umwelt auch noch. Weniger Schadstoffe in der Luft. Ist klar, laber mich zu. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mark. Böö.